Ein Riese ist eins. Aber was ist mit den Schwarzen auf uns Weg? Hier beginnt das Revier des Waldschrats. Ich muss erst alle Totems zerstören, bevor ich das Biest finden kann. Yeah.
Der Waldschrat hat mein Angebot angenommen. Ich habe Rauch aufsteigen und Krähen am Himmel fliegen sehen. Die alten Wege bedeuten wieder etwas. In ein paar Tagen wirst du's sehen. Ich habe meinen Teil erledigt. Du erwartest Gold, stimmt's? Keine Sorge, ich habe es. Nimm es, du hast es dir redlich verdient. Am Bündnisstein werden noch mehr Jungen bei dem Versuch sterben, Jäger zu werden. Das Töten wird nie aufhören. Ich habe dich nicht bezahlt, damit du mich belehrst. Du hast deine Aufgabe erledigt. Zeit zu verschwinden. Sieh an, Harald. Bezahlst den Hexer heimlich, damit er abhaut und das Monster leben lässt. Wir haben die anderen Ältesten umgebracht. Nur einer ist übrig. Der Tod ist nichts weiter als die nächste Stufe des Lebens. Ich begrüße ihn. Verschwinde, Hexer, und nimm dein Gold mit. Und Mord wird daran etwas ändern? Du hast deinen Teil getan, dein Gold bekommen. Was willst du noch? Hier gibt es keine Monster mehr. Ich werde nicht zulassen, dass ihr ihn tötet. Zuerst der Hexer! Schnappt ihn euch! Ich töte ihn! Oh. Ehre allen Helden! Rurik, stimmt's? Ich habe gehört, dass du auf dem Boot warst, das die Ertrunkenen angegriffen haben. Ja, das stimmt. Mit Ulf, meinem Cousin. Wir haben die Krabbenfallen von den Kiera-Klippen geholt. Ulf zog an einer Leine, es ging schwer. Ich dachte schon, toll, der Käfig muss voll sein, klasse Fang. Er hat was zurückgezogen, nach unten. Ein Ruck. Und Ulf war verschwunden. Ich habe ihn gerufen. Einmal, zweimal, dreimal. Dann wurde das Wasser rot. Und ich roch etwas Furchtbares, Verrottetes, noch schlimmer. Und die Moire Djeblin warfen das Boot um. Ich weiß nicht mal, wie ich es an Land geschafft habe. Freya muss über mich gewacht haben. Das oder die Monster waren schon satt. Danke für die Geschichte. Ein Wrack nach dem anderen, bis sie starb. Bist du Tove? Ich habe gehört, dass Ertrunkene deinen Mann getötet haben. Da hast du richtig gehört. Erst haben sie meinen Sohn geholt, dann meinen Mann. Jetzt bin nur noch ich da. Unser Sohn Quile ist nicht vom Fischen zurückgekehrt. Mein Mann ist jeden Abend zu den Kiera-Klippen raus, um nach dem Boot zu gucken. Ich habe ihm gesagt, dass er ihn nicht wieder lebendig machen kann und dass er sein eigenes Leben riskiert. Wir hatten von den Ertrunkenen gehört. Aber er konnte nicht stillsitzen, nahm seinen alten Mantel und ging. Eines Abends ist er nicht heimgekommen. Ich habe meinen Bruder geholt und eine Fackel. Dann sind wir ihn suchen gegangen. Die Moire Djeblin, die Meerteufel. Sie hatten ihn so übel zugerichtet, dass ich ihn nur am Mantel erkannt habe.
Schlechter Trost, das weiß ich, aber das Ertrunkenen-Problem seid ihr bald los. Versprochen. Leb wohl. Das sind Ertrunkene. Das Nest muss in der Nähe sein.
Schon wieder dieser Gestank. Schleim und verrottender Fisch. Monsterlager, aber sicher nicht das eines Ertrunkenen. Druckstellen am Hals, Kehlkopf zerstört, erwürgt. Druckstellen am Hals, Kehlkopf zerstört, erwürgt. Bootsreste, zerrissene Segel, Leinen. Seglerdekor, könnte man denken. Gestank, die Spuren an den Leichen, das muss das Lager eines Wasserweibs sein. Die haben einen guten Geruchssinn. Sie wird nicht wiederkommen, solange ich hier bin. Das heißt, sie lebt ja mit Ertrunkenen zusammen. Vielleicht kann ich mir aus deren Drüsen einen Extrakt zubereiten und meinen Geruch damit überdecken. Das müsste reichen. Und jetzt auf die Lauer gelegt, hinter den Booten.
Ich werde Priesterin, wenn ich groß bin. Ich will keinen stinkenden Mann. Erledigt. Dies ist der Beweis. Was soll ich denn mit einem Meerteu... Was zur Hölle ist denn das? Ein Wasserweib. Alt und gerissen. Sie war das Problem. Ich habe in meinem Leben ja schon viel Geschmeiß gesehen. Muränen, neun Augen, Blobfische. Aber sowas noch nie. Deine Belohnung. Wohlverdient, Hexer. Wohlverdient. Ich finde, ich habe mehr verdient. Ein Wasserweib ist viel gefährlicher als Ertrunkene. Das bestreite ich nicht. Aber meine Börse ist nicht gerade riesig. Das Meer aber schon. Da kann noch alles Mögliche rauskriechen. Vielleicht brauchst du meine Dienste mal wieder und ich riskiere nicht den Hals für Leute, die mit der Belohnung geizen. Schutzgelderpresser, was? Nimm es. Nimm alles, was ich habe. Und erstick dran. Hier ist die Pläne gesehen. Jährliches Rauch und Flündern. Schon die neuen Schankmädel gesehen? Verflucht! Lauft oder fliegt so schnell wie möglich zum Anwesen der Wegelbucht! Erstklassige Schwerter. Zeig mal, was du anzubieten hast. Thank you.
Bis dann.